Ich habe einige Fragen zum neuen Clip-Tool auf YouTube bekommen, was es sich damit auf sich hat, ob man das irgendwie ausprobieren kann. Aktuell ist das noch in der Testphase und es gibt es nur unter wenigen YouTube-Videos. Was wir allerdings schon dazu wissen und wie du es testen kannst, das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu So geht YouTube. Ich bin der Jan und dieses neue Feature wurde speziell entwickelt für Gaming-YouTuber und für Livestreamer. Kann allerdings auch von allen anderen benutzt werden, aber das ist so der Hauptfokus von diesem Tool. Worum geht's? Nun, es geht darum, dass du einfacher Ausschnitte aus Videos teilen kannst. Deine eigenen Videos, Videos von anderen Creatern, das ist egal. Es geht einfach darum, dass man einen kleinen Ausschnitt, der zum Beispiel besonders lustig war von einem Video oder der besonders interessant war von einem Video, viel einfacher teilen kann. Was man ja aktuell schon machen kann, ist, dass man ein Video so teilt, dass es bei einer bestimmten Stelle losgeht. Das Ganze wird jetzt nochmal etwas erweitert mit diesem neuen Feature. Konkret geht es darum, dass du 5 bis 60 sekündige Ausschnitte aus einem YouTube-Video quasi auf YouTube selber schon rausschneiden kannst mit diesem Feature und dann einen Link bekommst, mit dem du das mit anderen Leuten teilen kannst. Und dann sehen die Leute auch, wenn sie diese Seite aufrufen, dass du das geteilt hast. Du kannst nochmal einen kleinen Text dazu schreiben. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt mal. Du findest das Clip-Tool bei Kanälen, die es schon freigeschaltet haben, wie zum Beispiel dem Creator-Insider-Kanal hier unter dem Video. Da steht dann Clip und wenn du hier auf Clip draufklickst, dann kannst du hier oben rechts einen Clip erstellen. Was wir erstmal machen müssen, ist hier einfach eine Stelle vom Video auswählen. Wir sehen hier unten auch immer schon, welche Stelle des Videos das ist. Standardmäßig, wenn ich das jetzt hier nochmal schließe, sehen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel hier an einer ganz anderen Stelle vom Video den Clip starten und auf Clip drücken, dann startet der Clip automatisch an der Stelle, wo wir den ausgewählt haben. Und dann können wir hiermit entsprechend die Länge dieses Clips bestimmen, wie viel wir hier haben wollen. Nehmen wir mal diese 13 Sekunden. Was wir immer machen müssen, und der sagt hier schon erforderlich, ist ein Titel. Also nenne ich den jetzt zum Beispiel mal Creator Insider Blooper. Hier kannst du aber auch einen ganzen Satz hinschreiben. Wir sehen hier, man hat 140 Zeichen Platz für diesen Titel. Der wird später auch öffentlich angezeigt. Wenn wir jetzt also hier diesen Clip erstellt haben, klicken wir einfach auf Clip teilen. Dann wird dieser Clip bei uns abgespeichert und wir bekommen hier einen Link, mit dem wir den Clip teilen können. Standardmäßig wird jetzt erstmal nichts an unsere Abonnenten geteilt oder sowas, sondern das wird erstmal nur abgespeichert und wir können diesen Link teilen, wo wir wollen. Also zum Beispiel in einem YouTube-Community-Post, irgendwo auf Social Media, wo auch immer wir wollen. Wenn dann jemand auf diesen Link klickt, dann sehen wir hier, dass dieser Clip, den wir ausgewählt haben, in einem Endlos-Loop immer wieder abgespielt wird. Also wir sind hier quasi im kompletten Video, aber nur dieser Teil wird abgespielt und man sieht hier oben rechts das, was wir dazu geschrieben haben. Wie gesagt, das sieht man dann wirklich öffentlich. Das muss kein Titel sein, so wie ich das hier jetzt quasi gemacht habe, sondern hier kann man wirklich einen ganzen Satz hinschreiben, guckt euch diese lustigen Blooper von Creator Insider an oder irgendwie sowas. Und man sieht aber auch, welcher Kanal diesen Clip erstellt hat. Man kann den Clip auch weiter teilen als Zuschauer. Man kann aber auch einfach auf vollständiges Video ansehen klicken und man kommt direkt in das ganz normale Video rein. Gleiches ist auch, wenn wir jetzt hier nochmal zurück auf den Clip klicken, man kann auch einfach an irgendeine andere Stelle vom Video klicken und ist automatisch im Clip drin. Und wie wir hier in dem Video sehen können, das Ganze funktioniert auch für Livestreams. Das hier ist ein Livestream und auch in Livestreams kann man diese Clip-Funktion benutzen. Sobald wir unseren ersten Clip erstellt haben, finden wir hier links in diesen ganzen einzelnen Punkten von YouTube, wenn wir hier ganz normal auf YouTube unterwegs sind, auch diesen Reiter Clips. Und wenn wir auf Clips klicken, dann sehen wir alle Clips, die wir erstellt haben. Das sehen wirklich nur wir, das ist nichts Öffentliches, das ist nur, um deine Clips nochmal verwalten zu können. Und hier kannst du dann zum Beispiel auch deine Clips löschen, beziehungsweise dir den Teilen-Link von deinen Clips nochmal anschauen und hier deine ganzen Clips verwalten. Das Ganze ist komplett quasi auf der normalen YouTube-Seite und nicht im Creator Studio, weil diese Clip-Funktion eben auch von Zuschauern wunderbar genutzt werden kann, um einfach kleine Teile aus dem Video auszuschneiden und zu verbreiten. Das Ganze funktioniert aktuell, wie gesagt, nur bei einigen ausgewählten Creatern. Sobald das dann ausgerollt ist, sollte das bei allen YouTube-Videos funktionieren, außer bei Videos speziell für Kinder, bei Livestreams, die über 8 Stunden lang sind und bei Videos, die gerade noch als Premiere laufen. Interessant für uns, die Videos produzieren, ist natürlich auch, wird da Werbung auf diesen Clips geschaltet? Ja, tatsächlich kann auch auf diesen Clips Werbung laufen, sofern auf dem ursprünglichen Video auch Werbung läuft.
und das Geld davon bekommt dann auch derjenige, der das Originalvideo hochgeladen hat. Man kann dann ja auch ganz einfach von diesem Clip auf das eigentliche Video auch kommen. Wie gesagt, bisher gibt es das Feature nur bei einigen wenigen YouTubern, bei denen man es ausprobieren kann. Das Ganze soll aber mehr und mehr ausgerollt werden, sodass irgendwann alle Kanäle dazu Zugriff bekommen. Was hältst du von dem Feature? Eine gute, neue Sache oder macht es YouTube nur noch voller und ein unnötiges Feature? Schreib mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Das war's von mir. Tschüss, euer Jan.